Es war eine Zeit großer Abenteuer und Gefahren. Als Ausgestoßener durchstreift ein Illager das Land und sucht ein Zuhause. Doch er fand nichts als Hass. Getrieben von der Wut auf all seine Peiniger, wanderte er ziellos in der Welt umher. Doch nach langer Suche fand der Illager etwas, das alles veränderte. Die Kugel der Dominanz. Vom Bösen verdorben, von Rache getrieben, unterwarf der Erz-Illager alle anderen. Wer sich nicht unterwarf, der sollte leiden. Die Illager plünderten das Land. Wer würde den Mut, die Herzensgüte haben, sich der Herrschaft des Erz-Illagers entgegenzustellen? Nun, er wohl nicht. Doch vielleicht du. Man kann das zusammen spielen, das ist ja saugeil. Das Dorf brennt. Das ist ohne Zweifel das Werk des Erz-Illagers und seiner Schergen gewesen. Sie überziehen das Land wie ein alles verschlingender Flächenbrand und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Zeit für Helden wie dich ist gekommen. Beeil dich! Die Dorfbewohner brauchen dich! Aber es leckt auch ab und zu mal, wie in der Beta. Also ich hoffe nicht, dass es da auch jetzt leckt, ne? Ja, das ist das Inventar hier, ne? Kein Bogen, das ist ein Schild. Hier kann man so Special Sachen, aber da kommen wir gleich dazu. Aber ja, erst kommen wir das Tutorial. Versucht hier etwas, Beine zu vertreten. Man muss mit der Maus steuern, ne? Das ist halt sehr ungewohnt. Das ist natürlich bei Hack and Slay ganz normal, ne? Finde das Ziel voll. Okay, na, okay. Was natürlich auch cool ist, man kann hier überall hingehen und erforschen. Aber es kann ja hier irgendwo immer ein geiles Versteck sein, eine Kiste und sowas. Das ist halt richtig cool. Dein Schwert ist erledigt damit den Zombie. Jo, hab ich schon. Also wenn ich so durchwasche, ja, hab alles das schon mal miterlebt, deswegen. So, wie gesagt, die Beta habe ich auch schon gespielt und ich weiß im Prinzip, wie es hier schon funktioniert und da kann man immer noch nicht reingehen oder so. Und man kann auch in Häuser und so reingehen ab und zu. Das gibt's hier. Was ist hier? Eben hast du hier die Karte. Und mit Rechtsklick habe ich jetzt den Pfeil hier halt abgefeuert, ne? Ich
Und du kannst halt den Pfeil auch aufladen, ne? Mit rechtlicher Maustaste, und dann kannst du den halt dann so abwehren. Aloha, Oliver Ring. Ring? Und Smoothie, grüß dich! Schieben wir automatisch? Geht automatisch? Keine Ahnung. Schieben ist nicht automatisch, nee, nee, das musst du selber ziehen. Das musst du selber alles machen. Immer mit der Maus drüber fahren. Das wäre Luxus, wenn alles automatisch gehen würde. Also Linksklick ist wie gesagt schlagisch und Rechtsklick ist halt Pfeil und Bogen. Ne? Und Leertaste kannst du so springen. Hab ich auch noch nicht gezeigt, ne? Ah ne, das ist ja der Olli mit dem neuen Account. Ah, das ist der Olli, okay. Mir gibt es zum Beispiel auch vor. Ich bin mal gespannt, irgendjemand wird bestimmt die ganze Dungeons-Zeug bestimmt in Minecraft nachbauen. Würde mich nicht wundern. Komm da durch? Nee. Oh nein! Easy, ne? So, Verzauberung. Jetzt kommen wir zu den Verzauberungen. Mit jedem Levelausstieg erhältst du einen Verzauberungspunkt, den du zum Aufwerten von Gegenständen einsetzen kannst. Öffne dein Inventar und probier es einmal aus. Ja, okay. So, Ausrüstung verzaubern. Wähle einen Gegenstand von deiner Ausrüstung, den du verzaubern möchtest. Wollen wir Schwert oder... Hier hast du eine... Jetzt verschiedene Modifier, ne? Hier kannst du auch. Ich würde sagen, wir tun hier Bogen. Bogen, was ist das? Erhöht den Rückschusseffekt vom Pfeilen. Okay. Geschoss vor so mal Verzauberung Gegner mehr Schaden. Aufladende Schüsse verursachen mehr Schaden und stoßen Gegner weiter zurück. Dann gucken wir nochmal, was es da so gibt. Ja, wir gucken uns erstmal alles an, ne? Giftwolke. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% wird eine Giftwolke erzeugt, die Gegner in ihrem Wirkungsbereich 3 Sekunden lang Schaden zufügt. So. Blutekel. Besiegte Kreaturen gewähren dir einen kleinen Teil ihrer maximalen Gesundheit als Heilung. Okay, das ist auch nicht schlecht. Zerschmettern. Verursacht mehr Schaden gegen Untote. Also hätte ich zum Beispiel Blutegel genommen für das Ding hier, ne? Mehr Schaden hast du gesagt, Ella. Das war hier das, ne? Weil hier, jetzt musst du mal genau lesen, Geschoss verursachen bei verzauberten Gegner. Heißt also, jeder der so zaubert, nur bei den Gegnern verursachen wir den Schaden. Das muss man immer genau lesen, weil das ist immer, ja. Also ich würde auch sagen hier, das ist Blutegel richtig, eigentlich das Richtige. Ne? Und man kann immer weitere... sozusagen upgraden, ne? Was natürlich auch dann wieder geil ist, du kannst deine Verzauberung auch wieder zurücknehmen und kannst dann wieder auf andere
übertragen, ne? Du kannst ja, ich weiß nicht, ob es dir geht, hier, geht nicht? Ach, so wegen Tutorial, ja, ja, okay. So. Machen wir mal weiter. I, Artefakt im Inventar, du hast gerade ein Artefakt aufgehoben, öffnet das Inventar und aufzurüsten. Ah ja, wir haben jetzt Artefakt, genau. Das sind so Artefakte und da kriegt man schnellere Boost dann oder mehr Schaden. Man kann dann zum Beispiel auch Horn nehmen, das gibt dann so einen Buff für die Gruppe und so weiter und so fort. Ne? So, hier müssen wir einen Hebel hin. Und mit 1, 2, 3 können wir halt die Artefakte aktivieren. Genau. Switch halt wieder auf, ne? Und dann. Ist wieder unten aufgeladen und können wir dann wieder den Jungs, wenn wir es brauchen, auch wieder aktivieren. Jetzt können wir halt hier immer erkundschaften, weil überall kann irgendwo eine Kiste immer sein. Und M haben wir auch, wie gesagt, auch eine Karte, ne? Dann können wir auch nochmal ganz genau gucken, wo waren wir noch nicht. Und ich bin halt immer einer, der immer alles erkundschaftet. In Minecraft ist es ziemlich schlimm. Da bin ich erstmal eine halbe Stunde nur am Erkundschaften, ne? Und dann geht es letztendlich ans Farm oder erst seiner Tätigkeit nachgehen, ne? Das ist immer schlimm bei Minecraft. Da sag ich immer, ah, da ist noch was, kann man dem. Oh, hier geht es irgendwie hoch. Ja, man kann sich da hochbacken. Alles schon ausgetestet. So, haben wir hier noch irgendwas? Oh. Ja. Ich habe gedacht, da wäre was, deswegen bin ich da hingehüpft. Weil ich das noch nicht kannte. Aber habt ihr mal gesehen, sterben kann man hier auch. Aber hier ist nichts mehr, ne? Die Dorfbewohner nicht rechtzeitig retten, aber verzage nicht. Sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen Helden. Reise nach Lager. Heißt es nicht Reise zum Lager? Ah, jetzt haben wir eine Kiste. Eine Angel. Die Angel ist ein treuer Begleiter eines jeden Abenteuers. Mit ihnen kann man noch viel mehr tun, als nur Fische aus dem Wasser zu holen. Ah. Vielleicht mal anlegen hier, oder? Dann würde ich so machen, genau. Genau, das ist unser Lager.
Und dann kann man hier natürlich eine Mission auswählen und verschiedene Schwierigkeitsstufen, ne?